Hallo Eisfreunde, willkommen zum neuen Video auf der eiskalten Liebe. Ich wollte mich jetzt wirklich mal erstmal bei euch bedanken für den geilen Support auf dem YouTube-Kanal. Wir haben jetzt 223 Abonnenten in 2 Monaten. Nicht schlecht. Heute will ich euch zeigen, wie es Schokoladeneis geht. Genau, das zeige ich euch jetzt und dann fangen wir jetzt auch gleich mal an. So, Eisfreunde, was braucht man für Schokoladeneis? Kakaopulver, Milch, Kuvertüre für Stückchen, wenn ihr wollt, Kuvertüre für die Masse, Sahne, Bindemittel. Ihr braucht so eine kleine Maschine, die man auf 90 Grad pasteurisieren kann. Und ihr braucht eine Eismaschine, die wo ihr davor desinfiziert. Genau, und das war's. Ihr seht jetzt hier, ich habe 2 unterschiedliche Schokoladen. Das habe ich euch schon mal bei der Kuvertüre gezeigt. Die Edelmond hier nehme ich in die Schokolade, das ist eine reine Schokolade und das nehme ich als Stückchen. Genau, und jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Das Rezept findet ihr immer auf dem Eisblog, auf eiskalteliebe.de. Auf dem Blog, da findet ihr immer die ganzen Rezepte. So, Eisfreunde, jetzt kommt als erstes die Milch rein. Genau, so. Wie gesagt, das Rezept findet ihr auf dem Blog und ich wiege jetzt schnell alles ab und das zeige ich jetzt euch dann auch. Das hier ist jetzt die Glucose. Genau, wir wiegen jetzt einfach alles rein, wie es im Rezept steht. Und dann zeige ich euch das. Genau, und so gut wie es geht, genau abwiegen. Jetzt kommt Inulin. Magermilchpulver. Jetzt kommt der Zucker. Ich nehme hier immer Rohrzucker. Ihr könnt auch normal nehmen. Jetzt kommt das Kakaopulver. So. Einmal Kakaopulver. Dann die Kuvertüre. Und wie gesagt, ich habe das ja gesagt beim Machen. Also ich nehme jetzt eine
eine 100%ige. Und da ist halt weniger Zucker drin. Wenn ihr jetzt eine andere nehmt, dann kann es sein, dass das sogar cremiger wird. Aber ich finde es mit der 100%igen richtig gut. Genau, so. Also, so, noch ein Gramm fehlt. So, passt. So, dann haben wir Kuvertüre auch. Und jetzt fehlt nur noch Bindemittel und dann haben wir's. So, das war dann alles und jetzt zeige ich euch, wie man das in der Maschine einstellt. So, ich habe das jetzt in die Maschine eingespannt. Genau, ihr habt gemerkt, die Sahne habe ich noch nicht rein, weil die mache ich am Schluss rein. Und jetzt machen wir die Einstellung. Speed machen wir auf 3. Da machen wir mal, ja, einfach 20 Minuten. Temperatur habe ich ja gesagt, bei Schokolade gehen wir auf 90 Grad. Jetzt gehen wir einfach auf Start. So, und der hört ihr, der arbeitet jetzt schon. Aber halt, stopp, der ist vielleicht nicht richtig drin. So. So, jetzt ist er richtig drin. So. Der wackelt ganz schön. Dann gehen wir mal mit dem Speed runter auf 1. Genau. Der muss einmal nur schnell alles verrühren und dann die Schokolade. Deshalb macht er das jetzt so. Genau, und wie gesagt, der muss nur auf 90 Grad hoch. Wenn der piept, habe ich soweit. Dann kommt die Sahne rein und dann haben wir schon unser Schokoeis. Die andere Schokolade, die hier, hacke ich jetzt klein und schmeiße die nachher ins Eis rein. Das zeige ich euch aber dann auch. Und warum ich die Sahne nicht rein tue, weil die ist ja schon pasteurisiert und ich muss sie nicht zweimal pasteurisieren. Und das nehme ich dann nachher zum Abkühlen, aber jetzt hacke ich mal die Schokolade klein. Ich mache das aber in der Maschine. Jetzt wiege ich erstmal meine Sahne noch ab. Das passt. Genau. Die schütte ich rein, wenn es 90 Grad hat, weil dann ziehe ich die Schokolade schon fertig. Also dann ist es pasteurisiert und die Schokolade hat seinen Geschmack und dann haben wir es. So, und jetzt die nächste Frage, dann fragen mich die Leute, ja, wie viel Schokolade tust du ins Eis rein? Genau, ihr dürft es machen, wie viel ihr wollt. Ihr müsst nur gucken, dass die Stückchen klein genug sind zum Portionieren und dass das ja, weil wenn es zu viel ist, könnt ihr es nicht schön portionieren. Und ich mache, ich sag's euch, warte, ich muss das selber jetzt gucken, wie viel ich reinmache. Ich mache auf 1,5 Kilo 50 Gramm rein. Und das zeige ich euch jetzt, wie ich die klein mache. Ich habe da hier so einen kleinen Robocop. Oder ja, kein Robocop, so einen Mixer, einen guten. Und da habe ich jetzt das Ding und jetzt wiege ich das ab.
So. Das hier sind ungefähr 50 Gramm. Ja, genau, das langt ja schon. Genau, und das, na, machen wir ein bisschen mehr rein. Müssen wir es. Wir machen jetzt 110 Gramm rein und das lassen wir kurz in der Maschine laufen. So, da habe ich sie jetzt euch da drin. Machen wir den Deckel zu. Machen das zu. Schalten sie an und lassen sie ganz irgendwie. Lassen wir die laufen. Jetzt müssen wir mal kurz reingucken. Also, das ist mir noch ein bisschen zu groß. Also, oder nicht fein genug. So. Und dann. Das ist mir auch noch nicht fein genug. Und jetzt lasse ich es halt immer. Jetzt gucken wir mal rein. Jo, so passt es mir. Das sind schöne Stückchen. Genau, und das ist jetzt eigentlich schon fertig. Und das schmeißen wir nachher ins Eis rein. Aber dazu später. So, ihr habt ja jetzt gesehen, wie ich das gemacht habe. Jetzt habe ich es ganz schnell in Schockfrost gegeben. Das soll so schnell wie möglich jetzt runterkühlen. Das lassen wir jetzt eine halbe Stunde reifen, dass das Bindemittel auch quillt. Und dann schmeißen wir es in die Eismaschine. So, jetzt zeige ich euch, wir haben das Schokoladeneis nur schnell umgefüllt und mal in den Kühlschrank gestellt. Das schütten wir jetzt in die Eismaschine rein. So, das sieht jetzt sagen so aus. Gucken wir, dass ich alles sauber. So. Ihr seht, ich rühre das jetzt auch nicht mehr um. Ich mache das nur ordentlich sauber, weil die Maschine rührt das selber um. Es hat jetzt ungefähr 20 Grad. Das war jetzt eine Stunde im Kühlschrank. So, jetzt lassen wir es mal laufen in der Maschine und ich zeige dann euch, wie das auch aussieht. Also jetzt läuft und sozusagen so sieht es jetzt aus. Genau, jetzt läuft halt die Maschine an, aber das machen wir schnell auf. So sieht es aus, der rührt es jetzt um. Und dann zeige ich euch, wenn ich die Schokolade rein tue. Weiß, Freunde, das seht mal an. Nach 10 Minuten so, fast schon zu lang gelaufen ein bisschen. Ich schmeiß mal einfach die Schokoladenstückchen rein. Genau, und dann haben wir das. Jetzt lassen wir es einfach nochmal laufen, ohne Kühlung. Jetzt schlägt er das auf. Also ich habe das ein bisschen zu lang laufen lassen, weil ich war wieder draußen. Aber das sieht doch voll nice aus. Also vom Aufschlag und jetzt müssen wir es nochmal probieren. Jetzt lassen wir es nochmal. Und da sind jetzt Schokoladenstückchen drin und das ist doch wirklich richtig cool. Das hat jetzt minus 5 Grad ungefähr. Jetzt schalten wir die Kühlung aus. Und jetzt holen wir es einfach raus. Dazu haben wir ja unsere Becher vorbereitet. Wir lassen das jetzt die ganze Zeit laufen. So,
Jetzt machen wir das einfach sozusagen so. 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 Also das ist jetzt richtig sehr schön. So. Probieren. Oh, richtig gut. Und dann einfach den Deckel drauf. So. Jetzt machen wir es so. Und dann machen wir da hier. Dann haben wir Schokoladen. So, Eis fertig. So, das nächste machen wir jetzt auch fertig. Das seht ihr jetzt einfach. So. So, jetzt lassen wir es einmal noch mal kurz laufen. So. Und ihr seht jetzt auch, das wird jetzt auch bei mir ziemlich flüssig. So, dann haben wir wieder eins fertig. So, das passt. Jetzt lassen wir das wieder laufen und schalten die Kühlung ein. Jetzt machen wir da wieder einen Deckel drauf. Und fertig ist das Eis. Genau, und jetzt lasse ich es sozusagen nochmal laufen, bis es schön geschmeidig ist. Dann haben wir drei Schokoladeneis raus. Geben genau drei Stück. So. Jetzt holen wir es raus. Ihr merkt ja richtig, wie schön cremig das ist, und es bleibt auch so. Also das gibt jetzt sozusagen drei Becher raus. So, und jetzt lassen wir es noch mal schnell laufen. So. So, nochmal laufen lassen. Merkt ihr, der kratzt immer hier an der Seite mehr ab. Und dann haben wir drei schöne Becher voll. Jetzt lassen wir nochmal schnell laufen. So. Da geht noch ein bisschen was. So. Das stellen wir jetzt mal rein. So, das haben wir jetzt, weil das lassen wir jetzt noch ein bisschen laufen und machen die Becher voll. So, Eisfreunde, jetzt habt ihr gesehen, wie das funktioniert mit dem Schokoladeneis, wie man die Stücke reinmacht. Also wie gesagt, ich mache die auch so rein. Da kann ich die Größe die Größe bestimmen. Und jetzt zeige ich euch mal, was rausgekommen ist. Drei schöne Becher, da sieht man auch noch ein bisschen hier der Schokoladenrand. Genau, drei Stück haben wir. Und wie gesagt, ich habe jetzt eine 100%ige Schokolade genommen. Also das ist hammer-schokoladig. Und nicht süß, weil das hat ja gar keinen Zucker bei mir drin. Wenn euch das Video wirklich gefallen hat, machen wir es so nochmal, ich erkläre es euch nochmal. Welche Schokolade ihr nehmt, ist wirklich egal. Hätte ich jetzt die 70%ige reingetan, wäre mein Eis süßer gewesen, weil das ist ganz einfach. In der 70%igen ist mehr Zucker drin. Also ihr könnt die Süßkraft noch durch die Schokolade bestimmen. Aber jetzt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, liked den Kanal, sagt es allen weiter, die wo gern Eis machen. Ihr könnt da gern weiterempfehlen. Das würde mich echt freuen. Und echt vielen, vielen Dank für euren Support. Und wir sehen uns dann bald wieder beim nächsten Video.